Herzlich willkommen zu Reich werden in Assassin's Creed Valhalla, dem Format, bei dem ich euch zeige, wie ihr reich werdet in AC Valhalla. 7 Tipps, wie ihr Kohle macht in dem Game, bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Assassin's Creed Valhalla. Und wenn ihr da auch mega Bock drauf habt, dann bleibt super gern mit dem Abo mit am Start. Der deutsche Eivor empfiehlt's auf jeden Fall. Abonniert Fragnat für die besten Videos. Sofort! Wie gesagt, 7 Methoden, wie ihr Kohle macht in dem Game, und lasst uns einfach mal durchstarten. Der Anfang in Assassin's Creed Valhalla, der ist recht anspruchsvoll, denn das Geld, das kommt nicht einfach rein. Ihr müsst schon ein bisschen was dafür tun und deswegen 7 Möglichkeiten. Nummer 2 und 3 sind tatsächlich meine Lieblingsmöglichkeiten. Das sind die offiziellen Möglichkeiten, wie ihr am allerschnellsten in diesem Game überhaupt Kohle machen könnt. Fangen wir an mit einer offensichtlichen. Die erste Möglichkeit ist es, den Raben zu nutzen. Synin leitet uns natürlich zum Reichtum. Und wenn wir in Synin reingehen, dann sehen wir halt um uns herum, was sich da so verbirgt. Unter anderem finden wir die goldenen Locations. Und das sind Reichtumslocations. In dem Fall habe ich mir diese hier ausgesucht. Ihr geht im Schwebemodus rein, markiert das für euch. Und so könnt ihr das im Umkreis entdecken. Im Regelfall sind das irgendwelche Truhen mit Materialien, wie ihr eure Waffen aufwerten könnt, oder beispielsweise einfach Leder und Eisen. Manchmal ist einfach Geld dabei und. Aber in jedem Fall könnt ihr alles, was ihr dort findet, teuer verhökern. Hier ist es zum Beispiel ein Versteck mit einer Truhe und eben einer Person, die einen Schatz dabei hat. Und die sind natürlich besonders gute Goldgruben. Kann man super ausnutzen. Einfach platt machen und looten und den Reichtum erwerben. In diesem Fall war es ein Kohlebarren. Kohlebarren könnte man verhökern, will man aber nicht. Sind einfach zu nützlich, um Equipment aufzuwerten. Dazu gab es Eisenerz, Leder und eine Rune. Und ja, wenn ich absoluten Silbermangel hätte, dann würde ich jetzt hergehen, Eisenerz, Leder und die Rune verkaufen. Und es wäre gar nicht so wenig, denn ich hätte innerhalb von wenigen Sekunden jetzt knapp 100 Silber gemacht. Will ich aber nicht verkaufen, deswegen kommen wir zu Punkt Nummer 2. Methode Nummer 2, wie ihr unglaublich viel Kohle innerhalb von wenigen Minuten machen könnt, ist Trinkwettbewerbe. Ist es an Trinkwettbewerben teilzunehmen? Ihr könnt dort einfach 200 Silber setzen und bekommt die halt wirklich zurück. 200 Silber in einen Satz und am Ende kriegt man 400. Wenn man gewinnt, das ist halt das Ding. Trinkwettbewerbe, ihr habt eine Taste zum Trinken und später werdet ihr schwanken. Das sind die nach links und nach rechts geht Tasten. Die müsst ihr auch benutzen. Man muss erstmal reinkommen ins Timing. Und wenn man dann gewinnt, dann lohnt es sich so richtig. Allerdings kann ich euch sagen, es ist nicht ganz so einfach. Und wenn ihr verliert, dann habt ihr 200 Silber verloren. Also so schnell könnt ihr auch euer Silber wieder loswerden. Ist nicht so nice. Methode Nummer 3 könnt ihr meines Wissens nach nur bis Charisma Stufe 3 machen. Das heißt, es gibt eine natürliche Grenze für die Anzahl der Teilnahmen. Und zwar geht es natürlich um Rap Battles, um das Flighting. Und das könnt ihr unter anderem bei diesem Herrn hier machen. Das ist ein Maskensymbol auf der Karte. Und ich persönlich habe keine mehr auf der Karte, weil ich wahrscheinlich Charisma Stufe 3 bin. Bis dahin funktioniert es ebenso wie bei den Trinkspielen. Ihr macht ein paar gute Reime und schon gewinnt ihr dann 200 Silber innerhalb von wenigen Minuten. Easy. In meinem Anfängertipps-Video gehe ich noch ein bisschen auf das Flighting ein. Die nächste Methode ist natürlich offensichtlich. Es dreht sich um Raid und damit meine ich nicht das Handyspiel. Ihr sucht euch die roten gekreuzten Äxte auf der Karte raus, flattert mit dem Schiff dorthin oder geht selber alleine und ruft dann eure Wikinger hinterher. Erfahrungsgemäß kann ich sagen, man fängt anfangs wirklich damit an, viel mit dem Boot zu machen und später, da fällt man eher in das Muster, dass man einfach alles mit dem Pferd erledigt oder mit der Schnellreise. Ich persönlich gehe bei Raids gerne so vor, dass ich mit dem Attentat beginne, alle platt zu machen und dann später meine Wikinger-Crew dazu rufe und dann alle anderen kille. Es gibt eine ganz coole Methode, die habe ich euch schon mal erklärt. Einfach ein Schlafpfeil auf die Gegner drauf und dann ein wunderschönes Attentat hinterher und schon sterben die Gegner im Nu. Easy Game, easy life. Einmal kurz die Crew gerufen und in den Raids gibt es eben nicht nur die Truhen, die ihr für die Siedlung braucht, die natürlich höchst wertvoll sind, weil sie euch eben komplett voranbringen, sondern eben auch einfach standardmäßige Truhen, die ihr looten könnt. Da sind dann auch Dinge wie Vorräte drin, die ihr für die Siedlung braucht, aber eben auch noch Reichtümer. Für mich persönlich sind die Raids mit einer der coolsten Sachen ever in Assassin's Creed Valhalla. Und das Coole ist ja, ab Dezember kriegen wir ein Feature oder im Dezember, dass Raids wiederholbar sein können. Zumindest einige kommen dann über die Saisons ins Spiel rein. Und da freue ich mich mega drauf, weil ich jetzt schon fast alle im Spiel gemacht habe. Genau 2 fehlen mir noch zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich habe sogar schon die stärksten Raids
jetzt im Spiel gemacht. Wie man die platt macht, habe ich in dem Video erklärt. Ich weiß nicht, ob es vor oder nach diesem Video hier rauskommt. Also ein paar weitere Truhen geplündert, EP und Silber geerntet. Wichtig ist es natürlich, dass ihr permanent alles lootet. Also nicht nur die großen Schätze, sondern euch wirklich auch Zeit nehmt, alles mitzunehmen, was ihr so findet im Game. Punkt Nummer 5. Jagen gehen. Jagen in Assassin's Creed Valhalla ist tatsächlich recht ertragreich. Dafür empfehle ich euch eine ganz bestimmte Art von Bogen. Und zwar einen Raubtierbogen. Denn ein Raubtierbogen hat Lenkpfeile, sofern ihr den Perk, aka die Fertigkeit, geführter Pfeil lernt. Dafür einfach hier von der Mitte aus über den Rücken in den geführten Pfeil hineinskillen. So einfach ist es. Wer Bock hat, vergiftet seine Pfeile noch. Und dann geht's los mit dem Lenkpfeil in die Tiere rein. Und das Coole ist, wenn du Gift nutzt und die entsprechende Gifthauch-Fertigkeit hast, das dann vielleicht noch kombinierst mit giftiger Fernkampfangriff, erschaffst du Giftwolken. Und die sind natürlich nochmal praktischer, falls da mehrere Tiere sind und ihr mal Glück habt. In jedem Fall lohnt es sich einfach mal aus eurer Siedlung heraus Richtung Westen zu gehen. Nie ohne Schuhe wandern, nie ohne Seife waschen. Dann wisst ihr, wo der Westen ist. Visiert die süßen Tierchen an, die es echt nicht verdient haben. Und mit dem Lenkpfeil habt ihr da wirklich die besten Karten. Es lohnt sich immer wieder, Pfeile einzusammeln. Und so geht ihr dann jagen. Ihr könnt die Gegend scannen, einfach so mit eurem Puls oder eben mit Zynin mal gucken, ob ein bisschen Leder auf der Karte angezeigt wird. Denn wenn Leder angezeigt wird, nun ja, dann wird da wohl kaum ein Stück Leder rumlaufen, sondern eher ein Tier. Die könnt ihr anvisieren und dann einfach abmetzeln. Während die Peter sich jetzt aufregt, freut sich euer Dorf, denn ihr kriegt dort Materialien wie Hirschhufe und Leder und das könnt ihr eben auf zweierlei Arten verwenden. Also wie gesagt, einfach mit Zynin die Gegend scannen, unbedingt den Raubtierbogen oder Jagdbogen nutzen. Klar, leichter Bogen geht auch, Nahkampf ginge auch. Wäre aber so gut wie undenkbar, dass ihr so an die Tiere rankommt, denn die fliehen natürlich, außer es sind Raubtiere. Im Übrigen, bester Tipp aller Zeiten gegen Raubtiere, entweder so ein fettes Schwert nutzen oder einen Speer. Ein Speer ist wirklich sehr edel im Nahkampf gegen wilde Tiere, denn so könnt ihr sie auf Distanz halten und die kommen gar nicht dazu, euch überhaupt anzugreifen. Gegen Luchse, Wölfe, Bären, einfach super. Eine weitere Jagdtaktik ist natürlich der berittene Bogenschütze. Und das kann besonders effizient sein. So erreicht ihr eben eure Ziele wesentlich schneller, seid aber auch wesentlich lauter, bedeutet im Umkehrschluss, ihr müsst auf größere Distanz die Tiere töten, damit ihr irgendwie noch einen Ertrag daraus ziehen könnt. So, und hier sehen wir nämlich auch schon eine wilde Horde von Tieren. Und bevor die wissen, was passiert, töten wir sie am besten alle mit einem Lenkpfeil. Probieren hier nochmal rein zu grätschen im Hirsch, haben wir leider nicht geschafft. Hier ist noch ein weiteres Stück. Schönen Blattschuss rein. Und dann gehen wir mal gucken, was die Ausbeute ist. Dafür einfach drüber reiten und plündern. Ich finde tatsächlich, die berittene Reittaktik ist am allereffizientesten. Und vor allem Hirsche mit Geweih solltet ihr jagen, denn das sind wertvolle Jagdtrophäen, die ihr später sehr, sehr teuer verkaufen könnt oder eben eintauschen könnt. Wie ihr jetzt damit Kohle macht, dazu kommen wir gleich, denn vorher können wir hier noch ein bisschen angeln gehen. Angeln ist natürlich Methode Nummer 6, wie man Kohle macht in Assassin's Creed Valhalla. Dazu einfach im Toolrad die Angel auswerfen, einmal ins Wasser rein. Wichtig ist nur, dass da überhaupt irgendwo Fische sind. Hier zum Beispiel sieht man welche. Dann werfen wir die Schnur aus und drücken an den Haken nehmen einfach mal kurz, in der Hoffnung, dass ein Fisch anbeißt. Ach und übrigens, bevor ihr die Angel kriegt und auch die Jagdhütte, müsst ihr das in eurer Siedlung ausbauen. Das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Das ist natürlich noch ganz wichtig, damit sich das Angeln auch lohnt und es jagen. Beziehungsweise ihr überhaupt den Angelhaken habt. Bei mir hat jetzt der erste Fisch angebissen. Einfach die Leertaste drücken, wie hier markiert, und dabei mit dem Controller bzw. den Richtungstasten entgegenwirken, dem entgegen, was der Fisch hier macht, ihn probieren, an uns ranzuziehen. Und so haben wir ihn auch schon im Kasten und looten erfolgreich einen Flusswels, in Klammern mittelgroß. Mit dem Erjagten und Erangelten gehen wir dann natürlich zum Händler. Und weil ich weiß, dass es jetzt im Menü laggt, erzähle ich euch gleich, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich kann diesen Flusswels, den ich innerhalb von wenigen Sekunden geangelt habe, für 14 Silber verkaufen. Zum Beispiel die Hirschhufe für 5 Silber und davon habe ich so einige eben erworben. Und den ganzen Plunder einfach raus damit. Auch die Runen könnte ich für viel Geld verkaufen. Also eine ganz gute Möglichkeit. Aber noch viel nicer ist es eigentlich, Geld zu sparen, indem wir die erjagten und erangelten Dinge eben eintauschen in der Jagdhütte und entsprechend beim Fischerhaus. Denn hier gibt es die Funktion Lieferung und hier können wir einfach mal das Erjagte abliefern und dafür dann Belohnungen kriegen, wie zum Beispiel Runen. So einfach ist es, aber es gibt natürlich noch eine siebte Methode und das ist vielleicht auch nicht die allerletzte im Spiel, aber die siebte ist die, die ich jetzt noch gut kenne. Und zwar einen schönen Jorms-Wikinger erstellen. Jorms-Wikinger können von anderen Spielern angeheuert werden und deswegen ist es besonders wichtig, dass die irgendwie aus der Masse herausstechen, optisch oder so, ihr ihnen einfach was ganz Besonderes anzieht, so dass andere
Leute eben Lust haben, euren Jormswikinger an ihrer Seite zu haben. In jedem Fall ist es also sinnvoll, einen coolen Schild, ein cooles Schwert und irgendwie eine auffällige Rüstung zu verwenden, dann auf Zuweisen zu klicken und eure Freunde können die anheuern, indem sie auf Ich möchte meine Crew verwalten gehen und dann hier auf Jormswikinger von Freunden oder aus der Community. Ihr kriegt 100 Silber, wenn die angeheuert werden, aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit und zwar stehen hier einfach manchmal Jormswikinger rum, zum Beispiel er hier von Perk 1987. Hätte ich den angeheuert, hätte Perk jetzt 100 Silber bekommen von mir. Das ist halt auch eine mega gute Methode, macht ihr also einen extrem auffälligen, ansprechenden Charakter, dann werden die halt eher angeheuert. Ist ja natürlich, dass jemand sich einfach einen coolen Charakter raussieht und nicht einen, der total langweilig 0815 ist. Deswegen gebt euch da richtig Mühe. Bei mir selbst sehe ich noch keine Jormswikinger von Freunden und so weiter und ich sehe auch derzeit die täglichen Quests von Reda nicht. Ich denke mal, das ist ein aktueller Bug, weil die Server überlastet sind. Ubisoft hat nicht mit so einem großen Andrang auf Valhalla gerechnet. Das waren auch schon die 7 Methoden, wie ihr in AC Valhalla mega reich werdet. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal bei meinem Sponsor und Partner Eneba reinschaut. Dort kriegt ihr unter anderem PSN Guthaben für die Playstation, aber auch Assassin's Creed Valhalla günstig für 50 Euro ungefähr. 100 Euro Guthaben für 86 Euro, einfach in den Warenkorb. Ist natürlich auch in kleineren Portionen oder in größeren. Dann geht ihr zum Checkout, gebt hier den Rabattcode FRAGNARD ein und mit der Servicegebühr landet ihr jetzt auf 89 Euro für 100 Euro Guthaben im PlayStation Store. So unterstützt ihr mich, Links findet ihr unterm Video. Ich würde mich mega freuen, euch auch im nächsten Video zu Assassin's Creed Valhalla zu begrüßen. Derzeit gibt es bei mir auf dem Twitch-Channel noch Twitch-Drops und es lohnt sich also echt da mal reinzuschauen in einen Livestream. Würde mich freuen, euch dort zu sehen und ich sag nur bis später, euer Peter. Und natürlich hier gern die Glocke aktivieren, wisst ihr ja. Ciao, Leute. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.